Hallo, ich bin Beate Knappe, Porträtfotografin. Und dies ist ein Video für meinen Fotofragen-Freitag. Und zwar hatte ich darum gebeten, mir Fragen zu stellen und habe von meiner Facebook-Freundin Petra aus Köln interessante Fragen gestellt bekommen. Eine davon lautet: Wie viel Zeit braucht ein gutes, authentisches Porträtshooting? Das kann ich eigentlich gar nicht beantworten, weil es gibt zweistündige Shootings und anderthalbstündige Shootings, und ich denke, so lang müsste es mindestens sein. Und zwar darum, dass der Mensch vor meiner Kamera sich entspannen kann. Meistens habe ich ja vor so einem Shooting ein Beratungsgespräch, wo wir uns darüber unterhalten, wofür dieses Bild gebraucht wird, welchen Zweck es erfüllen sollte. Und da mache ich mir dann schon mal ein Bild von der Person und abhängig von dem Zweck, für den diese Person dieses Ergebnis von dem Shooting braucht, mache ich Vorschläge hinsichtlich Kleidung und wenn es eine Frau ist, ob sie sich schminken lassen soll. Beim Mann weise ich darauf hin, dass er bitte frisch rasiert kommt, ansonsten sehr eben unrasiert und solche Sachen. Und was authentisch ist, ist ja sehr breit gespannt. Etwas, was authentisch ist, wie habe ich neulich bei Sabine Askelon gehört, dass auch ein dummer Mensch authentisch wäre oder ein Idiot authentisch wäre immer. Darum geht es mir eigentlich nicht. Wenn ich davon spreche, dass ein Porträt authentisch ist, dann meine ich, dass es nicht gekünstelt ist, dass es der Person entspricht, dass sie sich wohlfühlt und dass man genau das sieht, dass sie sich wohlfühlt. Die nächste Frage ist: gibt es Shootings, an deren Ende einfach kein befriedigendes Ergebnis steht, weil man nicht zueinander findet? Selten. In meiner Zeit, als ich in der Staatskanzlei in Düsseldorf gearbeitet habe als Fotografin, gab es einmal einen Minister, den ich überhaupt nicht in irgendeine andere Stimmung bringen konnte, und einmal einen Pressesprecher, der vom Fernseher kam und der genau wusste, wie er aussah, und den ich auch durch nichts zu einem anderen Gesichtsausdruck bewegen konnte. Also das waren Menschen, deren Aussehen auch irgendwie wichtig war für die Präsentierung dessen, was sie tun, und da bin ich nicht rangekommen, überhaupt nicht. In meinem Porträtstudio kann ich mich an keine Situation erinnern. Doch an einen Kunden kann ich mich erinnern, der tat sich sehr schwer. Keine Ahnung warum, der hat sich einfach nicht auf mich eingelassen und einfach nicht mit mir geredet, meine Fragen nicht beantwortet. Und an dieser Stelle kann ich auch was ein bisschen zu der Technik sagen, in der ich mit den Leuten arbeite. Also erstmal lerne ich sie kennen in einem Vorgespräch. Dann bei dem Shooting versuche ich, eine angenehme Atmosphäre zu schaffen, indem ich auch manchmal sehr viel rede, weil das die Leute einfach ablenkt, über sich selber nachzudenken. Dann versuche ich, ein Thema zu finden, das ihre Augen funkeln lässt. Das gibt es auch ganz gut. Und bei manchen Shootings läuft auch Musik. So. Robbie Williams ist ein absoluter Burner bei Aktshootings, weil seine weiche Stimme einfach angenehm ist und eine schöne Atmosphäre schafft. Ich bin etwas müde, stelle ich gerade fest, aber ich würde das Video eben gerne jetzt produzieren, weil das Licht auch angenehm ist. Das Schleckern im Hintergrund ist einer meiner Hunde, die gerade Wasser trinken. Ob sich mein Stil in den letzten Jahren verändert hat, ist die nächste Frage. Ja, hat er. Und zwar ziemlich stark, ziemlich sichtbar für mich auf jeden Fall. Weil natürlich die Praxis, also das professionell werden durch die Menge an Shootings, die ich habe, dazu beiträgt. Dann ist es mein unheimlicher Kritiker, der wirklich alles, was ich mache, unglaublich kritisch betrachtet, Fehler sofort sieht, jede Schwachstelle sofort sieht und dann das eben verändert. Und ich bin ja auch umgezogen vor 2 Jahren. Da musste ich mich nochmal ganz neu einstellen, weil die Lichtsets, die ich vorher benutzt habe, nicht mehr funktionierten in den neuen Räumen. Also Licht entfaltet seine Wirkung mit dem Raum und der Größe und der Deckenhöhe und so weiter. Das verändert Licht, verändert Lichtsets und verändert auch einen Stil. Also das bedeutet, mein Stil ist natürlich nicht der gleiche geblieben, er hat sich verändert. Er ist präziser geworden, er ist puristischer geworden. All das, was ich sehr mag, und ich mag es gerade sehr, wie ich arbeite. Die nächste Frage ist, was passiert, wenn die fotografierte Person sich nicht auf den Fotos wiedererkennt? Das ist mein täglich Brot, weil so wie ich die Menschen fotografiere, haben sie sich eigentlich noch nicht gesehen oder sehen sie nicht. Diese Seite ihrer Persönlichkeit kennen sie nicht oder ist ihnen unbekannt. Heute hatte ich zum Beispiel ein Bewerbungsshooting. Die Kundin hat mir dann die Bewerbungsshooting gezeigt, die sie vor 4 Jahren hat machen lassen. Und was ich erkannt habe, war, dass
mein Licht ihr Gesicht schlanker erschienen ließ und das Licht, was damals benutzt worden war, machte aus ihrem Gesicht einen Pfannkuchen. So, das war natürlich sehr befriedigend für mich zu sehen, wie wichtig das Licht ist und von welcher Seite das Licht kommt, weil das behaupte ich immer, das glaubt mir manchmal keiner. Und ich fand die Fotos, die entstanden sind, sehr schön und auch sehr brauchbar, eben als Bewerbungs- oder als Profilfoto. Und also sie war natürlich sehr zufrieden, aber am Anfang hatte sie Schwierigkeiten, sich mit diesem schönen, mit dieser schönen Frau anzufreunden. Lass mich das mal so sagen. Ich erfülle ja auch Wünsche und Vorstellungen meiner Kunden, auch ohne Photoshop zu benutzen. Das geht. Das habe ich an anderen Stellen schon mal gesagt, dass man mit Licht arbeiten kann und eben ein Flackern, ein Funkel in die Augen der Menschen bringt das Licht an dem Thema, über das ich mit ihnen spreche. Und das versuche ich herauszukriegen, was ihre Hobbys sind, ob sie Kinder und Enkelkinder haben oder ob sie so ein Serienjunkie sind wie ich. Sehr viele sind es und dann haben wir natürlich unendlich viel zu sprechen. Und dann ist es auch so, dass in dieser Situation der Mensch vor meiner Kamera das vergisst, weil dann erinnert man sich an die Serien, die man gerne guckt und erinnert sich daran, wie viel Spaß man dabei hatte. Die nächste Frage befasst sich damit, wie das Selbstbild eines Menschen ist und wie er von außen wahrgenommen wird. Das ist nie passend. Aber es ist so, dass die Fremdwahrnehmung, also wie uns das Außen wahrnimmt, sich komplett von dem unterscheidet, wie wir uns sehen. Das zeigt sich manchmal ganz brutal, nämlich darin, dass die Personen auf einmal auf meinen Fotos entdecken, dass sie tatsächlich älter geworden sind. Wobei das ja nicht Schlechtes sein muss. Ich denunziere ja Leute nicht oder karikiere sie, indem ich sie fotografiere, sondern ich zeige sie, wie sie heute aussehen. Jedoch aus meiner Sicht natürlich, weil das Einzige, was an der Fotografie objektiv ist, ist das Teil, was man vorne in die Kamera schraubt. Alles andere ist subjektiv. Es ist so, subjektiv. Und ich weiß natürlich, was die Kundin haben möchte. Ich weiß auch, wie sie sich sehen möchte. Und beim Shooting entdecke ich das manchmal, wenn ich ihr etwas zeige auf dem Display meiner Kamera, dass sie ausatmet und loslässt und sich entspannt, weil sie das Gefühl hat, das wird was, das wird so, wie ich es haben möchte. Und trotzdem, wenn die Bilder bearbeitet sind, sind sie manchmal einfach, erschrocken ist das falsche Wort, aber sie sind überrascht, dass sie das auch sind. Und wie gesagt, das schaffe ich ja ohne irgendwelche Zutaten. Heute Morgen, die junge Frau hatte ihre Frisur und einen schlichten schwarzen Pullover an und stand vor einem dunklen Hintergrund. Und trotzdem ist der Fokus auf ihr Gesicht gerichtet worden, weil sie unglaublich große und strahlende Augen hatte. So. Also, es gibt die Diskrepanz zwischen dem, was ich sehe und dem, wie die Kundin oder der Kunde sich sieht. Aber es ist nicht so, dass wie das, glaube ich, im vorletzten Jahrhundert mal der Fall war, als die Fotografie noch anders war als bei uns. Da habe ich in einer alten Zeitschrift einen Artikel darüber gefunden, dass die Kundin sich beschwert hätte, sie sei so schön auf den Fotos, die gemacht wurden von ihr. Und deshalb wollte sie diese nicht abnehmen. Die Kunden kommen zu mir, weil sie meinen puristischen, schnörkellosen Stil mögen. Und natürlich lasse ich sie gut aussehen. Da bin ich mit Michael Ballas einer Meinung, das ist meine Aufgabe, die Menschen gut aussehen zu lassen. Und jeder Mensch hat ein Recht darauf, gut auszusehen. Ohne gefotoshoppt zu sein, ohne irgendwie furchtbar manipuliert zu sein. Das lehne ich ab, das mache ich nicht. Ich mache mal einen Pickel weg oder eine Sommersprosse oder eine Hautverdunkelung, das habe ich auch. Die mache ich dann weg, weil man dann irritiert wird und zu stark mit dem Fokus auf diese Schwächen guckt. Und ich bitte euch darum, mir weiter Fragen zu stellen, entweder über meinen Facebook-Account oder ihr schickt mir eine E-Mail oder ihr schreibt die Fragen unter das Video bei YouTube. Okay, ich bin müde, mein Arbeitstag ist jetzt zu Ende und ich hoffe, man sieht es mir nicht an, wie müde ich bin. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Es ist ja dann ein langes Wochenende, was vor uns liegt, weil am 1. Mai ja Feiertag ist. Genießt es, geht raus und ich hoffe, dass es dann ein bisschen wärmer ist, als es die letzten Tage gewesen ist. Okay, bis dann. Tschüss.